So, dann begrüßen wir jetzt hier den Wladimir. Bitte. Oh, Granada. Direktor, verbleibende Zeit. Punkte Konversation. Kommen Sie doch bitte rein. Ich brauche 90 Punkte insgesamt. Ach du heilige Große. Ich gehe noch nicht mehr weg. Die Maus spackt so ein bisschen rum. So, da halten. Rundführen. So. So, hier. Zimmer zeigen. So. Makiko! Hat nur 5 Minuten Zeit. Okay. Hier hingehen. Da. Guck mal hierher. Ah, Samso. So, gehen wir mal hier hin. Brauchen noch ein paar Punkte jetzt natürlich. Schon nicht so. Halt so. Unterhalten zum Essen rufen. Ich wollte gerne Spaghetti anbieten, junger Herr, aber der Herr meint ja hier, ich hau mal gerne alles weg. Bellets, Flirten, Klarbastoff, Samedestini. Level. So bekomme ich wenigstens für die Konversation noch ein bisschen Punkte. Das würde mich zumindest froh machen. So, Tochterchen, was machst du jetzt noch? Hast du irgendwelche Hausaufgaben für mich noch zu machen? Ach, du gehst schon schlafen? Schon so spät? Oh. So. Jetzt noch ein bisschen. Oh ja, Punkte fürs Essen. So, wir haben noch knappe 3 Minuten Zeit, um ihn jetzt wirklich zu beeindrucken hier. Also, ich weiß nicht, ob das klappt. Er wackelt jetzt hier hin und her von Ort zu Ort. Wenn unser Typ jetzt hier noch Essen tut, aber der isst er überhaupt nicht. So. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen noch 22 Punkte. Hey, Don. Reden? Plaudern. Hat er Minuspunkte gebracht? Das bringt auch schon mehr Minuspunkte. Womit kann man prahlen?
Apotip. Hey, Valala. Ich hatte ihn sogar beeindruckt ein bisschen. Kann man noch ein bisschen über irgendwas ran plaudern, plaudern. Wir brauchen noch ein paar Punkte, Junge. Wir brauchen noch ein paar Punkte. Du musst mehr rausholen jetzt. Er mag wohl die Tochter nicht so wirklich. Über Arbeit. Mal schauen. Plaudern wir mal über die Arbeit. Damit kann man bestimmt bei seinem Direktor landen. Über, mit der Arbeit. Tja, Tochterchen. Das sieht wohl ein bisschen schlecht aus mit Privatschule. Da musst du wohl weiter hin zur normalen Schule gehen. Das tut mir jetzt sehr leid für dich. Aber ist sie nicht süß, wie sie da schläft in ihrem Bettchen? Ach, er geht jetzt erstmal duschen. Ja, Pech gehabt, sage ich mal einfach mal. Unsere Wohnung ist ja nicht schön genug, anscheinend. Und unser Typ hat noch immer Hunger. Ja, ja, watschelt immer noch auf und ab. Hast eh so nichts davon. Danach kannst du nochmal auf Toilette gehen und dann kannst du auch nochmal... Boah, ist das Essen schon schlecht geworden? Schön. Ein schönes Snack. Na, man kann die Chips nicht. Nachtisch servieren. Du kannst einfach mal Müsli essen. Ja, ja, du gehst jetzt sowieso gleich wieder, Junge. Mir auch Schnuppe. Meine Tochter braucht sowas nicht. Da schlage ich lieber eine Bildungskarriere ein. Ja, schönes Müsli, ne? Nein, das sollst du auch essen, Junge. Essen. Na, wo bleibt der angekündigte Regen? Bis jetzt sehe ich davon auch nichts. Es ist aber auch schon wieder 23 Uhr jetzt hier. Ja, ist sogar schon 23 Uhr durch, schon fast 24 Uhr. Da hat er sich jetzt etwa gerade lustig über mich gemacht. Schön. Ja, das ist ja schon mal gut gelaufen. Sally bekommt eine 1 plus. So, Spüssel finde ich gleich noch ab. Aufräumen, bitte. Mach mal das noch, bitte. Was ist denn mit dir los, Sally? Okay, gut, das ist natürlich gleich schon mal gut gelaufen. Tja, gut. Der ist schon mal seine. Der ist schon mal total durch den Wind, jetzt der Typ. Und wieso ist sie eigentlich schon wieder wach? Kann die nicht noch irgendwie pennen jetzt die ganze Nacht durch oder so? Ich höre doch hier draußen mal die ganze Zeit irgendwas. Na gut. So. So, und du gehst jetzt danach erstmal schlafen. Im Schlafanzug. Tagträumen? Du machst ja auch mal Tagträumen.
Gut, das sollte im Falle jetzt ja nicht stören. Auch wenn mich das gerade so ein bisschen ärgert, dass die da jetzt mitten in der Nacht wach ist. Oh, die hat eine 1 in der Schule. Nicht schlecht. Die ist wohl ein ganz kluges Köpfchen. Und er... Was ist denn hier das immer, was so kichert? So ein bisschen das, was mich nervt. Ach, da! Die hat ja hier im Bett. Was hier, 2 Ehebetten? Weil sonst hat die nicht wirklich viel hier, muss ich ja sagen. Na ja, gut. Eigentlich sollte das jetzt erst einmal mit der ersten Aufnahme ausreißen. Oh, ja, es ist schon sehr spät. Ausreichen. So, das wollte ich sagen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses Projekt erstmal schon mal gefallen. Es werden auf jeden Fall schon mal 3 Parts auf jeden Fall sein, die ich jetzt habe. Und für Vorschläge, Kritiken bin ich immer wieder offen. Schreibt mal eure Meinung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Schauen des Videos. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und bis dahin, ciao, ciao.